moin, da sind wir wieder, unser aller Wald. Schön, dass ihr auch wieder reinguckt. Ich glaube, ihr kriegt, wie ich dachte. Wir sind immer noch hier und leisten Widerstand, stärken den Widerstand in der Region und bereiten uns auch intensiv auf den Herbst vor. Weil es da um Lützerath gehen wird, das soll da nämlich abgerissen werden. Was wir natürlich verhindern werden. Wir sind hier in der Saat Rheinland, in Lützerath. Eine Saat ist eine zu verteidigende Zone. Wie in Frankreich oder der Schweiz wollen wir gemeinsam mit euch hier im Rheinland eine widerständige Region aufbauen. Lützerath soll weiter für die Braunkohle abgebaggert werden. Und damit werden weltweite Klimaungerechtigkeiten verschärft. Chica und ich waren inzwischen vor 2 Wochen in Brunsbüttel bei Ende Gelände. Das, was Ende Gelände macht, sind eben Massenaktionen zivilen Ungehorsams. Einzelne Demozüge verlassen das Camp und gehen in irgendeine Richtung zu ihrem Blockadeort. Zeitgleich dazu hat in Hamburg die antikoloniale Attacke stattgefunden. Wir kommen mit der antikolonialen Attacke das erste Mal als migrantische Selbstorganisation für Klimagerechtigkeit in Deutschland zusammen und sagen diesem mörderischen System an, dass wir es attackieren werden. Unser Kampf für Klimagerechtigkeit ist antikolonialistisch, erst antikapitalistisch und selbstbestimmt. Informationen dazu werden wir euch auf jeden Fall in die Infobox stellen und wir sind echt gespannt, wie es damit weitergeht. Bei Ende Gelände in Brunsbüttel war ja dieses Mal der Aktionsfokus auf fossilem Gas, also quasi eine Themenschwerpunkt Erweiterung von Braunkohle zu Gas. Hier wird Gas als saubere Brückentechnologie verkauft, während dann im globalen Süden Menschen von ihren Ländern vertrieben werden, Ökosysteme zerstört werden und Grundwasser verseucht wird, damit wir hier billiges Gas konsumieren können. Wir brauchen keine neue fossile Infrastruktur, wir brauchen einen Systemwandel, und zwar jetzt. Wirtschaftswachstum kann nur existieren, wenn andere Menschen dafür ausgebeutet werden, wenn Land dafür ausgebeutet wird und das ist Land im globalen Süden und das sind Menschen im globalen Süden. Und das ist Kolonialismus, das ist die Fortführung von 500 Jahre Gewalt. Also, aufgrund dieser Strukturen sterben Menschen, auch heute, und deswegen müssen wir diese Strukturen radikal angehen und beenden. Und ich würde sagen, es war auch ziemlich erfolgreich. Es gab einige Blockaden. Unter anderem wurde auch der Nordostsee-Kanal blockiert mit Kajaks. We are here in the north of Germany blocking the busiest canal in the world. This canal is a vital trade route of the fossil fuel industry and furthermore of the expanding fracking industry. The open veins of Latin America and the open veins of the Global South continue to flow today in the canals of Imperial Europe, and it's time for the climate justice movement to take to these canals to block this colonial fossil fuel extraction and actually have a chance at winning the climate crisis. Mit dabei war da unter anderem auch Esteban aus Argentinien, der hier in Deutschland im Exil lebt. Mit Esteban haben wir mal eine Korrespondenz aufgenommen, die wir noch gar nicht veröffentlicht hatten. Und deshalb freuen wir uns jetzt umso mehr, dass es gerade so richtig gut passt und wir die euch endlich zeigen können. Mi nombre es Esteban Servat, soy de Argentina, vengo de la provincia de Mendoza, donde luchamos contra el fracking en el segundo yacimiento más grande del mundo de gas no convencional y el cuarto de petróleo. Es un yacimiento llamado Vaca Muerta, que va a consumir cerca del 15% del presupuesto global de carbono que le queda a la humanidad.
Las empresas, entre las principales empresas que lo están desarrollando, están las multinacionales europeas, que están socavando todos los compromisos del Acuerdo de París y de sus gobiernos europeos, haciendo en el resto del mundo, especialmente en el sur global, las cosas que tienen prohibidas realizar en sus propios países, como es el caso del fracking. Aquí en Alemania estamos en Berlín, en la oficina de Wintershall, que es la empresa más grande de gas y petróleo de Alemania y además la más grande de Europa, la empresa independiente más grande de Europa de gas y petróleo. Es una empresa prácticamente desconocida, que sin embargo está entre las principales concesionarias de miles de hectáreas de tierra para hacer fracking en Vaca Muerta, donde están causando desplazamiento de poblaciones indígenas, contaminación, muerte de niños con leucemia y, en casos como el mío y otros activistas, la persecución, el encarcelamiento de cualquier persona que se oponga para hacer resistencia a este ecocidio que llevan adelante en el sur global. En mi caso, nosotros publicamos un informe secreto del gobierno de Mendoza que revelaba la contaminación de las napas por las primeras pruebas de piloto de fracking en la provincia de Mendoza, y luego se sobrevino una gran persecución política con causas penales, amenazas de muerte, que finalmente me llevaron a tener que venir aquí a Alemania. Y estamos desde Europa uniendo fuerzas con los movimientos de Europa y del sur global, y especialmente de Argentina, para conectar los puntos de esta industria, desde los puntos de extracción en el sur global a los puntos de consumo en Alemania y en el resto de Europa, para poner fin a esta explotación, porque este es un problema global, no es un problema local, y tenemos que darle batalla y resistencia a nivel y a escala global también. Esteban war aber auch nicht der einzige International bei Ende Gelände, sondern da waren noch mehr, und ich glaube, wir haben mega viel von denen gelernt. I'm a member of the Carrizo Comecrudo tribe of Texas. We are Eshtopna, and we're trying to save our homelands from fracking, from pipelines and from LNG terminals. Black and brown people, indigenous people all over the planet are crying out for justice. We stand in solidarity with all the native and indigenous and people of color all across the world who are fighting these destructive projects. Together we can have and build a future that we can all believe in. Und sind mega dankbar, dass Sie hergekommen sind, um Ihre Perspektiven und Erfahrungen mit uns zu teilen. Wir beide hatten dann das Glück, nach Ende Gelände mit dem LKW quasi von Brunsbüttel direkt nach Lützerath fahren zu können. Ohne Umwege. Ohne Umwege, right. Ja, Direktverbindung. Das war ganz großartig und genau, passiert natürlich nicht einfach so, sondern hatte auch tatsächlich einfach den Grund, dass so Infrastruktur des Camps, was in Brunsbüttel bei Ende Gelände benutzt worden ist, auch jetzt hier wieder bei der Coloco verwendet wird. Mega die Stärke der Bewegung, glaube ich, dass wir Ressourcen teilen und nicht alle für sich selber kämpfen, und mega wichtig, dass wir uns dann noch besser connecten und uns noch mehr Ressourcen aneignen, die wir dann auch teilen können. Richtig. Ja. Genau. Zur Coloco kommt die nächsten Tage auf jeden Fall noch ein Video raus, da sitzen wir gerade dran. Und bis dahin kennt ihr ja das Spiel, lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Hashtag Kampf im Algorithmus, schickt das Video an eure FreundInnen, an die Familie. Genau, nervt eure NachbarInnen, schickt es in eure Politgruppen, alle Leute, die ihr kennt. Get organized, join the resistance, und wir sehen uns dann bald. Chosen! Kapitalismus ist Garnitur-Gesetz. Steht da hinten noch ein Banner. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann.